Herzlich willkommen bei Ballas Capital. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz und wie sie im Unternehmen Prozesse optimieren und beschleunigen kann. Und ich freue mich sehr, dass wir Matthias Dagwerker bei uns zu Gast haben. Servus. Ich freue mich, danke für die Einladung, Florian. Hoffentlich haben wir hier ganz guten Input für euch. Definitiv. Matthias, kannst du zu Beginn für unsere Zuseher vielleicht noch mal kurz definieren, was ist genau künstliche Intelligenz? Ist gar nicht so einfach, das zu beschreiben, aber ich würde sagen, es ist die Nachahmung des menschlichen Denkens in ihrer reinsten Form. Das heißt, eine Maschine versucht, das menschliche Denken und das de facto das menschliche Gehirn nachzuahmen, oder? Richtig. Also künstliche Intelligenz ist ja eigentlich auch durch die Forschung entstanden, dass ein Forscher entschieden hat, er möchte versuchen zu verstehen, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Und in dieser Forschung ist quasi die KI, die künstliche Intelligenz, entstanden. Wir schauen uns aber heute an, wie man die künstliche Intelligenz in Unternehmensprozessen einsetzen kann. Du kennst vielleicht meinen Lieblingsspruch, das Wichtigste für ein Unternehmen ist Verkaufen. Alles andere regelt sich von selbst. Das heißt, Richtig. wo kann man künstliche Intelligenz im Verkaufs-Sales-Prozess einsetzen? Also das Interessante ist, dass ich selber in meiner Immobilienfirma viel verkaufen musste. Ich habe mir immer Kontakte hinausgesucht von verschiedenen Firmen, aber auch privat und musste dann E-Mails schreiben, ich musste anrufen und dann natürlich immer wieder auch nachfassen. Und dieser ganze Prozess hat sehr, sehr viel Zeit beansprucht. Und ich habe mir immer schon gewünscht oder mir vorgestellt, wie toll es nicht wäre, wenn ich mich wirklich nur auf die Verkaufsgespräche und sei jetzt mal den Abschluss konzentrieren könnte und habe dann begonnen, mich zu erkundigen, gibt es nicht eine künstliche Intelligenz, gibt es da nicht verschiedene Tools, die ich einbauen könnte bei mir, ganz einfach nutzen könnte, die alle Schritte bis zum Verkaufsgespräch automatisieren und das habe ich dann auch geschafft. Hast du ein bestimmtes Produkt gefunden? Wo gibt es sowas? In Europa oder in Amerika? Die meisten Produkte kommen natürlich wie oft aus Amerika und schwappen dann zu uns nach Europa rüber. Ich habe ein Produkt zum Beispiel gefunden, das heißt Seamless AI. Damit kannst du einfach mit ganz einfachen Filtern angeben, welche Zielgruppe du suchst, also das Alter, wo leben die, welches Einkommen, welchen Titel im Beruf, welchen Status, bis zu über 60 dieser Filter kann man da angeben und er erstellt automatisiert eine Liste von Personen, die diesen Angaben entsprechen. Dann gibt es ein weiteres Tool, das heißt reply.io. Das automatisiert wirklich den kompletten Prozess, nachdem man die Kontakte hat. Das heißt, ich sage der künstlichen Intelligenz, das ist mein Unternehmen, das sind die Produkte, die wir verkaufen, das ist unser Ziel. Ich füttere es quasi mit Wissen und gebe der KI Antworten vor, die die KI dann automatisiert verwenden kann. Das heißt, die KI sendet für mich automatisiert die ersten Kontakte hinaus, die erste E-Mail. Wenn die Kunden antworten, antwortet die KI auch automatisiert. Ich muss mich darum nicht um nichts kümmern. Das Ganze geht so weit, dass ich einen Kalender mit der KI verknüpft habe, meinen Meeting-Kalender, und die KI erledigt alles und bucht mir sogar die Termine ein. Das heißt, ich öffne im Endeffekt nur noch meinen Kalender, schaue mir die Termine an, die reingekommen sind, und muss halt die Verkaufsgespräche führen. Das interessiert mich sehr, das ist wirklich spannend. Aber vielleicht gehen wir da ein bisschen ins Detail. Also als Beispiel, du bist ein Immobilienunternehmer und du hast 50 Immobilien, also Wohnungen und Häuser on the stock und die möchtest du verkaufen. Ja? Dann hast du dir dieses Tool angeschafft, das wird dann installiert wie eine Software oder wie kann man sich das vorstellen im ersten Schritt? Im ersten Schritt ist es ganz einfach. Es ist einfach eine Internetadresse. Das heißt, ich gehe auf seamless.ai, melde mich dort mit meiner E-Mail-Adresse an. Das Ganze ist natürlich nicht gratis. Man kann es im kleinen Rahmen gratis testen. Aber wenn man zum Beispiel 50 Immobilien hat oder wirklich tausende Kontakte anlegen möchte, muss man dafür auch etwas bezahlen. Aber im Endeffekt ist es wie facebook.com oder WebWhatsApp, einfach eine Internetadresse, in der ich mich dann aufhalte und das Ganze nutze. Und du spielst dann dort deinen Immobilienstock ein, oder wie kann man sich das vorstellen? Ich spiele die wichtigsten Daten, spiele ich dort online ein, die gebe ich der KI, Zum damit Beispiel, du die... verkaufst eine 100 Quadratmeter Wohnung im vierten Bezirk als Beispiel. Ja? Genau, Das richtig. gibst du dort ein, online, wahrscheinlich ist das eine Cloud-Lösung, oder? Nehme ich an. Ja? Genau, die meisten dieser Lösungen sind eine Cloud-Lösung, einfach vom Speicherplatz und für den Endkunden ist es natürlich auch am einfachsten, weil ich keinen extra Speicher brauche. Und dann sucht sich die KI zum Beispiel in Wien potenzielle Käufer heraus, oder? Wenn ich der KI sage, ich möchte zum Beispiel einen, also ich suche nur männliche Käufer in Wien zwischen 40 und 50 Jahren, die
auf der Universität einen Abschluss gemacht haben. Die ein gewisses Budget haben bis genau, auf Wohnung, ne? Im vierten Bezirk ist es wahrscheinlich teuer. Ja. Richtig. Dann sucht mir die KI wirklich genau dediziert diese Kunden hinaus. Das ist diese Personen werden herausgesucht. Das sind jetzt, machen wir ein Beispiel, 1000 Personen. Diese Personen werden von der KI kontaktiert. Richtig. Wie schaut es aus mit Datenschutz? Woher weiß die KI die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer? Es gibt einige Tools. Ich frage mich auch immer wieder, wie die es hinbekommen, dass sie das Ganze legal durchführen können. Aber sie halten sich natürlich an die DSGVO und auch weltweit an internationale Datenschutzrichtlinien. Es gibt zum Beispiel ein Tool, das heißt Lusha. Das gibt es schon sehr, sehr lange im Markt, wird auch von großen internationalen Konzernen verwendet für die Akquise. Und an Lusha ist zum Beispiel Seamless AI angedockt. Das heißt, die Datenbank von Lusha, die ganz normal legal verfügbar ist, auf diese greift Seamless AI zu. Seamless AI, AI steht für Artificial Intelligence, im Deutschen künstliche Intelligenz, ganz kurz zur Erklärung. Und Seamless AI nutzt eben eine schon verfügbare Datenbank und zieht dort die Kontakte raus. Das ist diese 1000 Personen in unserem Beispiel, jetzt bekommen alle das Angebot von deiner schönen Wohnung. Dann werden sie vielleicht 20 melden, genau. Die künstliche Intelligenz antwortet und macht gleich einen Besichtigungstermin aus. Richtig. Und du siehst den Kunden, hast erstmal mit dem Kunden Kontakt de facto in der Wohnung, wenn du ihm die Wohnung zeigst. Genau. Ich kann natürlich, wenn ich das möchte, einstellen, ob ich die E-Mails als Entwürfe quasi gestapelt vorgezeigt bekomme. Das heißt, ich logge mich am nächsten Tag in der Früh ein, schaue, wie viele von den Personen haben geantwortet und wie hätte die künstliche Intelligenz darauf reagiert. Und dann brauche ich eigentlich nur noch auf einen Hackel klicken und sagen, bitte senden, bitte senden. Oder ich vertraue der künstlichen Intelligenz zu 100%, dann brauche ich auch diesen Freigabeprozess nicht, sondern lass die künstliche Intelligenz 100% arbeiten. Dann spielen wir das mal weiter, dieses Beispiel. Der Kunde sagt dann, okay, ich möchte die Wohnung kaufen. Wie schaut es aus mit der Erstellung von Kaufverträgen? Kaufverträgen, das ist natürlich ein heikles Thema. Es gibt einige Anwaltskanzleien, die auch versuchen, auch wir haben einen als Kunden, also eine große etablierte Anwaltskanzlei, die versucht gewisse automatisierte Prozesse, wo es jetzt nicht unbedingt einen Anwalt braucht im Vorfeld zu automatisieren, aber natürlich muss im Endeffekt ein Rechtsanwalt, der das studiert hat, der das Recht zu 100% kennt, muss die letzte Entscheidung haben und muss über das Dokument drüber schauen. Das bleibt einem nicht erspart. Leichter wird es wahrscheinlich dann bei der Rechnungslegung, oder? Dass die künstliche Intelligenz eine Honorarnote dann stellt, Maklerprovision zum Beispiel, ja? Genau, also das gab es schon seit einigen Jahren. Es gibt einige Tools am Markt, die diese automatisierte Rechnungslegung anbieten. Das ist nicht wirklich etwas Neues. Ich glaube, was wirklich neu ist, dass man end-to-end, das ist wirklich vom Anfang, dem Kontakt mit dem Kunden bis zum Ende, ziemlich 90% abdecken kann und einfach diese Kontinuität in dem Prozess, das ist wirklich etwas Neues. Jetzt haben wir das Thema Immobilienverkauf besprochen. Das ist ein komplexes Thema, aber andererseits auch nicht so komplex. Wie schaut es aus bei Geschäftsprozessen, wo du wirklich was Technisches verkaufen musst, zum Beispiel eine kleine Industrieanlage? Würde das auch funktionieren oder eine Software? Oder ist man da eingeschränkt auf so einfachere Produkte wie zum Beispiel eine Wohnung oder ein Auto oder ein Telefon? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Das ist auch, was mich bei der künstlichen Intelligenz am meisten fasziniert. Normalerweise gibt es immer die Frage, bis wohin könnt ihr das erledigen, was sind eure Grenzen? Die künstliche Intelligenz hat in dem Sinne kaum Grenzen. Das Einzige, was sie braucht, ist quasi Computing Power, also wirklich Rechenleistung. Man braucht einfach die starken Computer und Rechner, um gewisse Datenmengen und Informationen zu verarbeiten. Aber in Wahrheit könntest du eine künstliche Intelligenz mit dem komplexesten Produkt füttern, ihm das Wissen beibringen. Und die künstliche Intelligenz könnte dir jede Frage dazu beantworten. Also meine konkrete Antwort ist, die künstliche Intelligenz hat kaum Grenzen für Produkte, die man verkaufen möchte. Jetzt hast du erzählt, man muss die künstliche Intelligenz zuerst füttern. Wer macht das Füttern? Machen das bestimmte Programmierer oder gibt es da Spezialisten, die das machen? Es versuchen sich natürlich gerade sehr, sehr viele Unternehmen, künstliche Intelligenz zu implementieren. Amazon hat ein sehr konkretes Beispiel gebracht. Die haben eine Studie veröffentlicht, wo 32% aller Unternehmen in Europa künstliche Intelligenz implementiert haben in ihre Prozesse. Da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen.
weil künstliche Intelligenz zu kennen und wirklich zu verstehen, wie sie funktioniert und wie man das meiste herausholt, sind wirklich zwei Paar Schuhe. Das heißt, es gibt natürlich Spezialisten wie in jeder neuen Technologie, die sich pausenlos und auch schon seit mehreren Jahren mit der Thematik auseinandersetzen und die genau verstehen, welchen Input oder welches Signal muss ich einer künstlichen Intelligenz geben, wie muss ich die künstliche Intelligenz füttern, mit welchen Infos, damit sie dann wirklich das Optimum rausholt. Siehst du die künstliche Intelligenz grundsätzlich als Unterstützung zu einem bestimmten Sales-Prozess oder müssen bestimmte Verkaufsgruppen und Verkäuferteams jetzt um ihren Job bangen? Ich glaube sogar im Gegenteil. Also ich sehe es eher positiv. Ich glaube, es gibt natürlich zwei Seiten auf der Medaille, so wie in vielen Bereichen. Ich sehe es eher positiv, auch aus der eigenen Erfahrung und auch mit den Sales-Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, für die wir Lösungen entwickeln. Die freuen sich eigentlich darauf, dass die künstliche Intelligenz die, ich nenne es mal wienerisch, zahre Arbeit, die wirklich langweilige Arbeit übernimmt und die Verkäufer sich auf das fokussieren können, was sie können und wofür sie eigentlich bezahlt werden, nämlich wirklich das Verkaufen und das Closen von Deals und nicht das Analysieren von stundenlangen Firmendaten, um gewisse Informationen rauszufiltern, nicht das elendige E-Mail schreiben, immer wieder sich selber erinnern an Follow-ups zum Beispiel. Also die meisten Sales-Teams freuen sich sehr über diese Entwicklung, weil sie natürlich auch mehr Geschäftsabschlüsse ziehen können, wenn sie zu 100% sich auf Geschäftstermine und Closing konzentrieren können. Du unterstützt ja auch mittelständische Unternehmen darin, dass du diese Tools dann implementierst. Richtig. Nehmen wir ein klassisches Beispiel. Mittelständler in Niederösterreich, 10 Millionen Euro Umsatz, 70 Mitarbeiter, sehr erfolgreich unterwegs. Der hat noch nie etwas von künstlicher Intelligenz gehört, schaut sich jetzt unser Video an und denkt sich, ha, das wäre was für mich. Wie geht der vor? Der kontaktiert dich und was machst du dann? Im besten Fall treffe ich ihn persönlich, vielleicht sogar in seinem Unternehmen oder auch gerne per Online-Call. Und wir gehen einfach mal ganz einfach durch, wie sein Geschäft täglich funktioniert, wie sein Prozess ausschaut. Und dann frage ich immer ganz gerne, gibt es irgendwelche Prozesse oder Punkte in dem Unternehmen, die besser laufen könnten. Das heißt, gibt es Prozesse, die an einem gewissen Punkt ins Stocken geraten? Gibt es Prozesse, wo sich immer wieder irgendein Teammitglied beschwert? Gibt es Prozesse, wo Fehler auftauchen? Und so versuchen wir mit dem Unternehmen dann Stück für Stück herauszufinden, welche Lücken hat das Unternehmen in den Prozessen und wie könnte man künstliche Intelligenz wirklich sinnvoll nutzen, um diese zu schließen. Also es geht gar nicht in erster Linie darum, Mitarbeiter zu ersetzen. Ich glaube auch nicht, dass KI Mitarbeiter ersetzt, sondern ich glaube, Mitarbeiter, die KI verwenden werden, werden einige Mitarbeiter ersetzen, die es nicht tun. Und ich glaube, dass viele Mitarbeiter sich einfach mit der Thematik auch beschäftigen sollten. Das ist nur ein gut gemeinter Tipp. Sind die Unternehmen und die Teams eher sozusagen zurückhaltend, wenn du kommst, oder sind sie offen? Oder gibt es Ängste, wenn du jetzt beginnst mit deiner Arbeit? In den meisten Fällen reden wir mit wirklich den Entscheidern, entweder ein Leiter von einem Team oder einem Department oder auch mit den Geschäftsführern selber. Und wenn es zu einem Gespräch kommt, sind die meisten schon sehr interessiert an der Thematik. Das heißt, jemand, der sich fürchtet vor der künstlichen Intelligenz, mit dem werde ich wahrscheinlich auch gar nicht wirklich in Berührung kommen. Und mit den Mitarbeitern, die vielleicht um ihren Job bangen, mit denen spreche ich in den meisten Fällen im ersten Schritt auch nicht, im zweiten Schritt natürlich sehr wohl, weil im Endeffekt muss ja jeder Mitarbeiter mit dieser Lösung arbeiten und nur dann funktioniert das Unternehmen. Du hast schon erwähnt, dass du KI sehr erfolgreich in der Immobilienbranche eingesetzt hast. Kannst du noch andere Branchen nennen, wo das bis jetzt gut funktioniert hat? Das ist wirklich komplett divers von A bis Z. Ich kann ein ganz extremes Beispiel bringen. Mhm. Wir arbeiten gerade mit einem Spieleentwickler, einem internationalen, was wahrscheinlich auch viele Zuschauer kennen, daran, dass wir die Runden, die die Rennfahrer online absolvieren, dass diese eine Auswertung bekommen, eine professionelle, wie in der Formel 1. Das heißt, nach jeder Kurve kriegt er wirklich eine Grafik angezeigt, wo hätte er früher bremsen können, wo hätte er früher aufs Gas gehen können. Das sind sehr sensible Daten, die in Echtzeit dann abgerufen werden und mit dem elektronischen Fahrzeug verbunden sind. Und das sind Themen, die dann zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz möglich sind, dass man professionelles Rennfahren in Echtzeit in einem Videospiel ermöglichen kann.
Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Kiwi. Das ist ein internationales Unternehmen, funktioniert ähnlich wie Trivago. Da kannst du Flüge oder auch Reisen buchen. Die hatten über 1000 Support-Mitarbeiter und eine extreme Wissensdatenbank, also eine extreme Wissensdatenbank von Kundengesprächen. Also wir reden hier wirklich von zig Millionen Datensätzen. Diese Datensätze haben wir dann integriert in die künstliche Intelligenz, damit die künstliche Intelligenz verstehen kann, was sind eigentlich die größten gemeinsamen Probleme, was sind die Fragen, die am öftesten gestellt werden, weil wenn das Mitarbeiter, auch wenn es 1000 Stück sind, wirklich durchgehen müssen, Millionen von Fragen und Kundengesprächen, das dauert einfach Jahre, bis man da wirklich eine Erkenntnis gewinnt und die künstliche Intelligenz macht das halt in wirklich paar Minuten. Das heißt, das sind wirklich so dramatische Beispiele, wo man einen extremen Vorteil von der künstlichen Intelligenz dann auch sieht. Sind solche Implementierungen für den Kunden extrem teuer? Weil das klingt schon sehr aufwendig. Oder sind die Kosten überschaubar? Es kommt natürlich immer auf die Menge der Daten und auch die Größe des Unternehmens an. Je mehr Daten ich füttere, desto teurer im Endeffekt auch. Weil wir verwenden ja im Hintergrund auch viele Technologien, die es schon gibt. Wir verbinden diese sinnvoll miteinander. Wir entwickeln auf diese Lösungen, die es gibt, wirklich eigenständige, individuelle Programme, damit es auch sinnvoll für die jeweiligen Unternehmen funktioniert. Aber man kann natürlich sagen, dass je mehr Daten, je größer das Volumen an Daten und auch je komplizierter der Prozess, desto mehr Rechenleistung brauche ich, desto mehr kostet das im Endeffekt. Wir erleben jetzt gerade auch an der Börse international so einen richtigen künstlichen Intelligenz-Hype. Die Aktien, die sich damit beschäftigen, gehen förmlich durch die Decke. Du bist sehr erfolgreicher Jungunternehmer. Hast natürlich wie jeder Unternehmer sehr viel Geld in einem Unternehmen. Das Geld, was du nicht drinnen hast, investierst du das in den Nasdaq 100 oder in Nvidia? Ich habe leider nicht in Nvidia investiert, wobei, das ist falsch, ich hatte in Nvidia investiert vor 3,5 Jahren. Leider zu früh verkauft. Ja, ich habe damals über diesen Maidorn, das ist so ein Investor, vielleicht kennen ihn einige Investoren, habe ich auf den gehört, habe das investiert und dann natürlich mich gefreut über meine 8%, ja, habe schnell wieder verkauft, aber das hätte ich liegen lassen sollen natürlich. Ich bin eher ein Fan davon, langfristig gleichmäßige Zinsen zu bekommen. Das heißt, ich bin ein Fan von S&P 500. Ich glaube, wenn man da sein Geld einfach liegen lässt, profitiert man generell von dem Wirtschaftswachstum der USA. Also du kaufst den ETF, kaufst regelmäßig nach oder wie ist dein System? Genau, ich kaufe dann einfach regelmäßig nach. Ich habe da einfach meine Routinen mit dem Investieren. Generell bin ich aber etwas zurückhaltend mit Investments auch in S&P oder auch generell im Aktienhandel. Ich investiere lieber in handfestere Investments wie Immobilien, wo ich dann auch wirklich etwas dann vor mir stehen habe, das vermieten kann und dann eine gute Rendite erzielen kann. Glaubst du, werden solche Gespräche in 10 Jahren, die wir jetzt hier führen, von Robotern gesteuert von KI geführt werden oder wird es immer noch den Mensch brauchen, der sympathisch hier sitzt und coole Gespräche führt, so wie wir zwei? Ich glaube, dass es sehr schwierig wird, einzuschätzen, wie weit künstliche Intelligenz gehen kann. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die künstliche Intelligenz jemals den Menschen in egal welchem Bereich 100% ersetzt. Ich glaube auch, dass wir unterschätzen, was uns Menschen eigentlich ausmacht. Das ist ja nicht nur unsere Intelligenz, sondern es sind oft Dinge, die wir uns gar nicht erklären können, die man auch nicht mit Wissenschaft nicht erklären kann. Das sagen auch einige Gründer von der künstlichen Intelligenz und ich bin derselben Meinung. Ich glaube, es gibt viel zu viel Faszinierendes, was uns dann ausmacht und es ist auch gut so. Matthias, vielen Dank für dieses coole Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin unternehmerisch alles Gute und freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Dankeschön, hat mich gefreut. Liebe Zuseher, danke für Ihr Interesse, bleiben Sie gesund und investieren Sie smart.